Es ist eine Fichte oder Rottanne. Die Höhe ist 42 Meter und 10 cm. Es ist eine absolute Rekordhöhe. Es hat noch nie so einen hohen Baum gegeben an einer Sennekirche in Küsnacht. Um 10 cm höher als der bisherige Rekordbaum. Klettern muss man auf 31 Meter rauf, nicht nur die Fatzenhütte sind. Und der ganze Baum ist also weg, gesagt, 42 Meter und 10 cm. Das Alter von dem Baum, 150-jährig, kommt vom Stadtwald Luzern. Das heisst, er ist nicht auf Luzernenboden, aber er ist im Stadtwald Luzern. Zum Merlischach in der Nähe von Grenzen Thürli, in einem grossen Waldgebiet im Almig Wald oben. Das ist die Region der allerhöchsten Bäume innerhalb des Bezirks Küsnacht. Spender ist eine Kooperation vom Stadtvorstand Luzern. Wie gesagt, Stadtvorstand Luzern hat dort die Bäume im eigenen Besitz, aber es ist auf Schweizer Boden, wie gesagt, auf Merlischachen. Gefällt worden ist der Baum am 9. Januar 2023 und aufgeschafft worden von den Lehrlingen von der Kost AG in Küsnacht, aufgestellt und auch dann wieder ab und abholen wird der Baum die Firma Christen mit dem Pneukran. Der Kletterbaumchef ist der Thomas Backenstock, Kletterbaum Götti, der Pius Bachmann. Und jetzt würde ich mir den Kletterbaum steigern. Ich habe es schon gesagt, vor dem Umzug, wenn jemand ein Christbaum wird zum Aufstellen vor dem Haus aussen. Für die nächste Weihnacht hat er, also kommt er dort noch den Christbaum. Wäre auch ein gutes Geburtsbäumchen, das nennt mir gerade jetzt der Sender-Präsident Bruno Werther. Also wir könnten also für Verschiedenes brauchen. Oder zum Üben zum Beispiel für den nächsten Kletterbaum, der in 5 Jahren dann aufgestellt wird. Das Grundangebot, hast du gesagt, Bruno, 1000 Franken. 2000, ja, bei 1000 haben wir angefangen beim Geissbock, da fangen wir bei 2000 Franken an. Also auf Erden gilt, wer bietet 2000 Franken für den Kletterbaum? Wer hat Interesse, den Kletterbaum zu steigern? Da hinten. Jawohl. 2000 Franken, gehen wir, mit wie viel Schritt gehen wir rauf? 500? Zuerst mit 500 auf 2,5 rauf. Wer bietet 2500 für den Kletterbaum? 2500, 2000 sind geboten, 2,5, ja, da hinten auch, irgend, hast du ihn gekannt, wo der hinten ist? 2500. Der Schmied Mario, stimmt's? Schmied Mario, man kennt ihn natürlich als Figur auch, da oben haben wir das Bühnengespräch. Von der Führer kennen wir ihn. Wir kennen ihn auch als Theaterprofi innerhalb von unseren Theatergesellschaften. Der Mario Schmied bietet 2500 Franken für den stolzen Kletterbau. Wer geht auf 3000? 3000 Franken? Wir schauen umeinander ins Publikum rein. Jetzt irgendwo, wo eine Hand aufgeht, für 3000 Franken der Kletterbaum. Hey, der Kletterbaum ist für 12.600 Franken raus vor 5 Jahren. Jetzt müsst ihr doch ein bisschen upsi da. Also, 3000, der Tobias Bucher da. Irgendwo da hat er die Hand aufgeht, 3000 Franken. Bist du einverstanden? Tobias, 3000 Franken. Wir gehen noch 500 weiter rauf. Ja, dann müssen wir schon noch ein bisschen auftreiben. 3500 Franken. Stell dir vor, das letzte Mal hat er 12.600 Franken gekostet. Das ist ein Rekord. 3,5 ist angeboten. Wo hat man ihn gehabt für 3,5? Hast du gesehen, Bruno? Der Mario ist immer dabei dort. Es ist, glaube ich, ein Grüppli dort. Also der Mario Schmied, wissen wir, wie ein ist. Für 3500 Franken. 4000 hinter unserem Rücken, jawohl, das ist wieder der Tobias Küttel vom Restaurant Gasthaus Engel, der 3,5 geboten hat. 4,5 sogar. 4 hat er gesagt. 4. Wir werden nicht überstürzen, gell? 4000 hast du gesagt. 4000. Der Tobias. 4,5. Ist in Ordnung. Für den.
Wer haben wir denn gehabt für 4,5? Das ist der Tobias, ja. Der Tobias Bucher, 4,500 Franken für den stolzen Kletterbau. 5,000. Der Rolf Behler, jawohl. Vom Jagdschutzverein, haben wir gesehen, im Umzug, gell? Der Präsident vom Jagdschutzverein hat 5'000 Franken geboten, der Rolf Behler. 5'000 Franken für den Rolf, da ist doch noch etwas mehr drin, oder? 5'500 wäre es weiteres. Der Tobias macht auf 5'500 für den Kletterbau. Er braucht ihn vielleicht für die Geburt von einer Tochter, die er aufstellen kann von seinem Häuschen draussen. Vermutlich ist es so, gell? 5'500 Franken. Machst du mit, Mario? Weiter. Jetzt kommt über auf 6 auf, nicht mehr. Abbucken, 6'000 Franken. Der Rolf Behler vom Jagdschutzverein Schloss Rhein macht auf 6'000 Franken. Das wäre auf jeden Fall ein richtiges Angebot. 6'000. 500, Knufe, 6'500, wer ist da noch dabei? Da, wo hast du gesehen, Bruno? Jawohl, der Tobias ist bei 6'500. 6'500 bietet der Engel Tobias, der ganz hinterste oben, Sydney. 6'500, jetzt möchte ich mir 500, 7'000 oben. Ich kenne ihn jetzt zwar nicht, aber... Martin bist doch du, oder? Ich sehe, der Chemiefägermeister, Martin Kuster, bietet 7'000 Franken. Der Chemiefägermeister Kuster, Martin 7'000, ich nehme an, wir werden wahrscheinlich einen Ofen innen verbrennen, oder? Als Chemiefägermeister. 7'500, der Ulrich Alfons, da der Wegweiser auf dem Hauptplatz oben. Die 7'500, der Ulrich Alfons hat das Gebot gemacht. Rutsch im Ruf auf 8'000 Franken. Marian, willst du bei 8'000 einsteigen? 7'500 ist angeboten. 8'000 jetzt, hat jemand 8'000. 8'000, jawohl, der Wirt, der Tobias vom Engel, macht auf 8'000 Franken rauf. Der Kurt nebenzu. Das habe ich falsch geschaut. Tobias hat sich einen Moment zurückgezogen. Der Eisenschmied kommt, mit mir in die Schule gegangen ist, Jahrgänger von mir. Bietet 8'000 Franken. Sehen wir, dass wir einen guten Jahrgang sind, oder? Gell? 8'000 Franken, der Eisenschmied kommt. 8'500, der Windli Dani, der Chef vom Gasthaus Adler, macht auf 8'500 für den stolzen Kletterbau. Ja, der ist nicht mehr als wert. Das ist ganz klar. 9 sind wir beim Alfons oben. Bruder Hans. Auch Jäger. 9'000. Die Jäger sind interessiert am Baum, sehe ich da. 9'000 Franken, das sind so richtige Waldmenschen. 9'000 Franken. 9'000 Franken. Jetzt hat er noch... Jawohl, der Gotti ist in Ordnung. Als Sennenschreiber, bist du einverstanden bis jetzt? Läuft alles notariell begutachtet richtig ab? 9'000 Franken sind mit dem Hans Bruder gesehen. Jetzt. Wo ist noch jemand rum, der 9'500 bietet? Das nimmt uns jetzt doch wunder. 9'500 hinter mir, das wäre, jawohl, das wäre jetzt wieder der Gastgeber vom Gasthaus Engel, der Tobias Köppel. Ist 9,5, ja, also 5-stellige müssen wir sicher rausholen. He? Der letzte war 12'600. Der Dani macht auf 10. Windli Dani, 10'000 Franken. Wer will das noch überbieten? 10'000 Franken. Der Fons macht auf 10,5. Ich mache im 500er Schritt 11. Jawohl, er ist bei 10,5. Jetzt müssen wir aber 11. Bist du dabei? Dani, super. Du musst den Eintritt ein bisschen hoch tun, der Carlo Brunner nachher spielt, wenn du da so weit hoch gehst, gell? 11 für Dani Windli. Machen wir wieder einen 500er Schritt, können wir dann gleich die Summe rein, die wir schon hatten, vor 5 Jahren, die wir für 12'600 verkauft haben.
11,5 sind wir gewesen, jetzt gehen wir rauf auf 12. Oder wo sind wir gewesen? Vor einer 11 sind wir gewesen, jetzt gehen wir auf 11,5 rauf. Wo ist der Kletterbaum-Fan, Frau oder Mann, wo die 11,5 wird? Wie sieht es bei den Jägern aus? 11,5 sind wir. Jetzt werden 11,5, ja. Wenn jemand zuschlägt, wären wir auf 11,5. Aber der Dani Windli bietet 11'000 Franken. Jetzt müssen wir den nächsten Schritt auf 11,5 raufgehen. Wo sind denn die Herren? Bähler Rolf, Frunder Hans, der Fonsi. Wir müssen sie ein bisschen anschauen. He? Aber 11,5 wären wir nicht. Sind ihr einverstanden? 11,5. Elf, zwei, biete ich an. Der Dani hat 11'000 geboten und die zwei Herren, der Fonsi und der Hans, die bietet 11,2. 11,2 für den Rekordbau. 41 Meter lang Holz. Für 11'200 Franken. Haben wir noch irgendwo jemanden, der Lust hat, in den Heimen aufzustellen, den Kletterbau? 11'200 Franken sind angeboten. Wir gehen auf 11,4 rauf, 11,5. 11,5, der Eisschmiedkort ist bei 11,5. Wer aus der Wärmeuser uns ein bisschen zuschaut. 11,7, der Fonsi und der Hans. 11,7. Auf 12 sogar. Wunderbar. Jetzt kommen wir langsam auch in den Rekord rein. 12'000 Franken. 12'000 Franken sind angeboten für den wunderbaren Baum da, der entrindet worden ist von der Firma Kost, der dann abgeholt wird von der Firma Christen und irgendwo dann vor einem Haus auseinandergestellt wird für 12'000 Franken. 12'000, die vom Fonsi und vom Hans angeboten worden sind. Gibt es noch jemanden, der noch 200 Schritt möchte? 12'200. Dani sehe ich nicht mehr, der ist wahrscheinlich in die Küche hineingegangen. Oh, er kommt wieder, Dani. 12'200 wäre noch. 12'200. Hast du gehört? Ist noch ein Angebot? Wir sind schon auf 12'200. 12'400 müssten wir. 12,5 ist das Angebot, wunderbar. 12,5 ist das Angebot vom Tobias Küttel vom Engel. 12,5, jetzt sind wir noch 100 Noten. Dann hätte ich es egalisiert, den gleichen Betrag, den er vor 5 Jahren rausgeholt hat. 12,500, ist das zum ersten, zweiten, dritten und letzten Mal? Das 12,500. Oder gibt es noch jemanden, noch 100er? Wir werden nicht mehr mitmachen. Der Hans und der Fonsi. 12,5. Ist angeboten worden vom Gastgeber vom Hotel Engel. Der Tobias will da nicht mehr mitmachen bei 12,5. Aber du musst ja mit dem Kaffeepreis auf den Tobias, da im Engel, wenn du so viel da locker machst, oder nicht? Müsstest du mit dem Kaffeepreis auf, da, wenn du 12,5 locker machst? Dann gehört es gar nicht. 12,500. Macht niemand mehr mit mit 12'600 Franken. Mache ich noch 100 Schritte rauf. 12'600 Franken. Sehe niemand mehr. Zum Ersten. Zum Zweiten. Der Tobias. Bist du dabei? 12'600 zum Ersten, Zweiten und Dritten und Letzten Mal. Herzliche Gratulation an Tobias, am Gastgeber vom Hotel Engel. 12'600 Franken. Danke vielmals, dass du mitgemacht hast. Und vor allem herzliche Gratulation, Tobias, dass du für 12'600 Franken den Baum ersteigert hast. Jetzt kommt der Kletterbaumgötti, der Pius, und übergibt ihm noch einen Rigi-Bitter. Ein Rigi-Bitter für den Tobias. Merci vielmals. Und noch einen Applaus für ihn. He? Bravo, Tobias, Ersteiger des Kletterbaumes.